Guten Morgen, liebe Wanderfreunde. Ich bin mal wieder unterwegs. Heute mit meiner Mutter. Wir sind in der Nähe von Jarmé gestartet und haben im Sinn, nach Brockfabrik zu wandern. Unsere Strecke beträgt etwas über 8 Kilometer. Bergauf sind es etwa 40 Meter und bergab ungefähr 170 Meter. Soeben haben wir den Yangbach überquert. Hier treffen wir auf eine Druckleitung. Ein bisschen weiter oben wird der Yangbach gestaut und wird dann hier durch diese Leitung runter zum Kraftwerk geführt. Da sehen wir diese lange Leitung mit einem ja nicht so steilen Gefälle. Wir haben heute Morgen ein bisschen bewölkt. Das ist nicht so schlimm. Die Temperaturen sind sehr angenehm, so zum Wandern. Hier ist das Kraftwerk und soeben überqueren wir auch den Yangbach. Der hier noch als wilder Bergbach runterläuft. Ganz schöne Gegend. Oben ist das Dorf Jarmé zu sehen. Jarmé liegt noch auf 887 Meter über Meer und hat ca. 1993 Einwohner. Wow, da geht es schon wieder ziemlich bergauf. Aber es ist gut zu bewältigen dank dieser schön ausgebauten Treppe. So, jetzt sind wir dann oben. Ganz ein schön angenehmer Wanderweg. Oben ein paar Neubauten. Jarmé ist ja auch ein Touristenort. Hier merkt man noch nicht, dass wir schon bald zu einem Stausee kommen. So, jetzt haben wir den Stausee erreicht. Es handelt sich um den Lac de Mosellevent. Die Staulänge dieses Sees beträgt ungefähr 2,7 Kilometer, eine Wasseroberfläche von 74 Hektaren und einen Speicherraum von 11 Millionen Kubikmeter. Ganz ein schöner Wanderweg hier, diese Weide entlang, oben ein paar Neubauten. So, hier haben wir wieder den See erreicht. Hier ist er noch nicht so breit, aber ganz ein schönes Fleckchen Erde. Wirklich sehr, sehr angenehm da zum Wandern, diesem schönen See entlang. Übrigens, diese Strecke ist im Kanton Freiburg. Schönes Spiegelbild. Hier befinden wir uns übrigens auf einer Halbinsel. Es ist rechts und links, davon ist Wasser. Da
Wobei hier sehen wir nur den linken Teil. Oben rechts ist noch die Brücke zu sehen. Dort führt die Hauptstraße darüber Richtung Brock. Und auf die andere Seite Richtung Jaun und Jaunpass ins Berner Oberland. In Simmental, genau gesagt. Es war heute ein bisschen glitschig, da der Boden nass war, aber mit genügender Vorsicht ging das ganz gut. Ab und zu musste ich meine Mutter ein bisschen helfen, da sie doch auch schon über 70 ist. Romantisch und ganz, ganz schön diese Herbstfarben. Hier unten kommt ein Highlight eines von unserer heutigen Wanderung, eine Hängebrücke. Da ist der See ganz, ganz schmal. Er ist heute auch nicht ganz gefüllt, aber er ist auch so sehr schön zum Anschauen. So, jetzt geht's über diese Brücke da. Ganz schön romantisch. Ich bin schon hier mal durchgegangen vor Jahren mit einer ganz guten Kollegin. Damals sind wir vom Bodensee an den Genfersee marschiert. Natürlich auch in verschiedenen Etappen. Stelle bedanken bei dieser Kollegin für die vielen schönen Wanderungen, die ich mit ihr verbringen durfte. Besten Dank, Claudia. Ganz romantisch hier an diesem Fels entlang und auf der linken Seite den Stausee im Lac de Mosellan. Übrigens, der See wurde gemacht im Jahre 1920, wurde die Bogensteinmauer gebaut. Es handelt sich übrigens um die älteste Bogensteinmauer in Europa. Der See war dann 1921 fertig aufgestaut. Der Kostenvoranschlag für die Staumauer betrug damals 11 Millionen Schweizer Franken. Schlussendlich hat sie dann 21 Millionen Schweizer Franken gekostet, was fast zum Konkurs der Elektrizitätswerke geführt hat. Ganz schön da oben. Meine Mutter beim Aussteigen.
Der Wanderweg ist sehr gut ausgebaut, ist also für gut geübte Wanderer sehr gut begehbar. Einfach ein bisschen aufpassen, wenn es nass ist, weil es gibt gewisse Stellen, wo der Boden sehr glatt war. Blick da durch den Wald auf den See. Da ein Blick weiter in die Freiburger Berge hinein. Wahrscheinlich ist das da vorne in der Mitte der Wollesohn. Oh, sehr, sehr ein schönes Plätzchen da am See. Da ist der See auch schon sehr, sehr breiter geworden. So, langsam kommen wir zur Staumauer. Die Staumauer, eine Bogensteinmauer, hat eine Höhe von 55 Meter, ist eine Kronlänge von 115 Meter und 2 Meter breit. Die Basisbreite unten ist 22 Meter. Hier steigen wir hinab durch Bogenmauer. Da noch nicht so spektakulär, aber bald wird sich das ändern. Da sieht man gut, dass der See noch nicht ganz voll ist. Jetzt sieht man dann in eine Schlucht hinunter, wo wir dann auch durchmarschiert sind. Gorge de la Chaunière. Ich hoffe, ich habe das richtig gut ausgesprochen. So ein Hirsch im Französisch. Ja, ist doch recht hoch. Ganz eine schöne Schlucht. Auch sehr empfehlenswert zum Durchfahren. Man nicht schlecht. Hinten noch ja, relativ flach und dann auf einmal so eine riesige Schlucht. Noch einmal einen Blick zurück. See.
ganz hinten. Da vorne geht es zuerst auf diesen Hügel hoch, bevor wir dann in die Schlucht absteigen können. Und die Staumauer. Und hier beginnt jetzt der Abstieg in die Schlucht. Gorge de la Chenier. Etwa 3,5 Kilometer lang. Bei nassem Wetter, bevor der nass ist, ist es nicht so zu empfehlen, weil man muss wirklich aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Aber mit genügend Vorsicht und ein wenig aufeinander schauen geht das ganz gut. Brücke und auf der Gegenseite geht es wieder hoch. Heute war es da wirklich ein bisschen mühsam, aber es ging. Und schlussendlich hat es mir auch sehr, sehr gut gefallen. Zurück. Und hier über diese Brücke in einen kurzen Tunnel und nachher dann noch in einen längeren. Und das ohne Licht. Viel Holz, Felswände. Dann wieder die kleine Brücke und dann in den längeren Tunnel.
sehr, sehr viele Wanderer. Das ist ja ein sehr berühmtes Ausflugsziel. Geht schon wieder über eine längere Brücke. Und die andere Seite dann. Der Weg durch die Schlucht ist gut ausgebaut. Ziemlich hoch nach oben da, durch diese Felswand hinauf. Eine ziemlich tiefe Schlucht. Stelle von der Schule. Wir sind schon bald am Ende.
dann von hier aus abschließen. Dann wir das schon. Ich wünsche euch noch einen recht angenehmen Tag. Danke.